Willkommen zu Let's Play Sonic 3 and Knuckles. Hier seht ihr wieder einen Grund. Ich habe es in der Einleitung ja schon erklärt. Ja? Also hier können wir nicht weiter, aber Knuckles muss hier weiter. Auch wenn Tails da gerade drin ist. Respekt, Bro. Wie hast du das angestellt? Da kam niemand rein. Tails steht drin. Jetzt noch was Interessantes. Ich hoffe, ich krieg das hin. Man kann den Boss, der jetzt kommt, ganz, ganz schnell mit Tails erledigen. Automatisch. Aber ich glaube nicht, dass ich hinbekomme. Es geht aber. Dass sich Tails da bei dem festbuggt. Warte, mal sehen. Nein, der ist schon verbaut, glaube ich. Nee, nee. Kann sich nicht mehr festbuggen. Und ich habe verloren. Anfängerfehler. Anfängerfehler. Ich probier's nochmal. Ich wollte doch nur das mit Tails nochmal zeigen. Aufgepasst. Hier ist perfektes Timing. Tails wieder zu spät. Nee, doch, doch, doch. Jetzt! Hab's hinbekommen. Das war aber knapp. So, jetzt hier. Mega Speed of Doom. Und rundherum und zack. Na hier, wie geht's euch? Und tschüss, Mann. Warum euch das Feuerschild? Hä? Ich wollte das Elektroschild. Arg. Blödsinn. Schwachfug. Bum, batz, bum, batz, bum, batz. Bum, batz, bum, batz, bum, batz. Bum, batz. Bum, batz, bum, batz. Bum, bum, batz. Batz! Ne, ich wusste, dass ich in den Gegner reinlaufe. Oh. Das wollte ich nicht. Ah, ist egal. Nächster Checkpoint verwandeln wir uns zurück. Ja. Da, 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 da. Ey! Weg ist es. Nächster Checkpoint. Snowboarding Action! Puff. Achtung, ein Eisberg und Sonic wird verschüttet! Mein Gott, den Skiurlaub haben wir uns anders vorgestellt, was? Ja, dieses Gas, was ihr da gesehen habt, das friert uns ein. Das wollen wir aber. Das da. Tun nichts vermeiden. Ich kann es aber mit Hilfe von Tails nochmal zeigen. Warte mal. Fuck! Na! Nur Tails! Ja, so kommt's, wenn man. Ah! Ah! Von einem Dilemma ins nächste. Okay. Alles keine Absicht. Das kommt davon, wenn man die Kleinen bloßstellen will. Ah, es gibt auch so viele Wege hier. Auch diese komischen Aufzüge die ganze Zeit. Die steuern auch automatisch. Tails voll. Außen vor gelassen gerade. Da ist. Ach nee. Sonics Schlauch. Toll. Erst verletzt, dann Unverwundbarkeit. Oh nein. Wir müssen laufen, nicht kugeln. Sonst geht es nicht hoch. Und das wurde knapp von der Luft gerade. Ihr könnt dann mit den. Ach! So! Moment mal! Was geht da vor? Es ist Knuckles! Okay. Was hat er da versteckt? Auf jeden Fall hat er seinen Schalter verdammt gut versteckt, ne? Also, da kommt keiner rein. Wir gehen hier entlang, Sonic und Tails, Räume auf, da sind ja Gegner drin, Robotnik, du kannst nicht entkommen, das Gute wird siegen, oh yeah. Einfach random das Extra-Leben mit eingebaut. Ich erzähle es immer wieder mit der Computermaus in Jurassic Park. Jurassic Park ist so ein Spiel, Spiel, auch das, ja. Ein Game aus dem Jahr. Ach, kein Game! Ein Film! Jurassic Park ist ein Film! Aber mit manchen Treibsand kann man sich auch einfach runterfallen lassen. Ah, nein! Das war keine Absicht. Irgendeine Tür, so, es wird dunkler. Jetzt sehen sie schon böse aus. Oh, Money! Fail Nummer 2, aber auch diesen Fail lasse ich nicht gelten. Das ist wie im Let's Play Sonic 2 in der Chemical Plant Zone gewesen. Ach, bitte. Da oben? Ist das etwa das Defek? Nein, sieht doch nur so aus, oder? Oh, what? Oh, fuck!
Okay, das ist definitiv ein Fail. Ach so, und wenn ich schon dabei bin, ganz klar, Sky Sanctuary Zone neu aufgelegt in Sonic Generations HD. Also damit meine ich nicht die 3DS-Version, sondern Sonic Generations für Xbox, PlayStation und PC. Punkt. Fail. Immer ausweichen. Geh weg, geh weg, geh doch mal weg. Geh doch mal weg! Haha, der ist richtig fordernd. Ich darf mal keinen Treffer mehr erlauben. Wie viel Treffer will der noch? Woran bin ich gestorben? Ich bin auf der Plattform drauf gewesen. Falls ihr das gesehen habt. Was, wo bin ich denn jetzt? Ich habe den Checkpoint nicht aktiviert. Oh, fuck. Ha. Ist wie doof. Mann, Tails! Naja, bleib halt ein bisschen hier stehen. So. Tails, sein Sprung zählt immer extra. Dann ändert das Ding seine Richtung. Echt mies. Das ist mein größtes Handicap in dem Spiel. Tails the Fox. Miles Tails Brauer. Bier. Von Beruf Bierbrauer. Die zweite Phase ist verdammt schwierig, weil wir sehen... Wow! Den Tod. Nein. Wow, wow, wow. Und nochmal, zack. Da hat er den Master Emerald. Er benutzt die Macht des Master Emeralds für seinen mächtigsten, größten Roboter. Das ist gar nicht gut. So, wir müssen immer die Schnauze da aufmachen. Den Strahl ausweichen und treffen. Wow, das ist sau schwierig. Ich hab's geschafft. So. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Also... Wir wurden schon in Sonic 2 mal ganz komisch zerstampft. Aber woran ich jetzt gestorben bin, das kann ich nicht genau. Gut, ich habe hier ein extra Leben. Ist in Ordnung, aber... Das war trotzdem nicht regelkonform. Nee, ernsthaft, was war denn das jetzt? Ich bin Knuckles. Ich kipp nach vorn Beruf und bin hier. Ich gehe hier mal entlang und kralle mich hoch. Ja, es macht mir Spaß. Na. Ich bin Knuckles, der Echidner. Ich soße hier lang und nie. Wer braucht schon Sonic? Und ich bin schon wieder an irgendwas gestorben, was ich gar nicht gesehen habe. Das war so krass im letzten Part. Knuckles läuft da so lang und auf einmal Zug down. Ich gehe bald nach Hause. Ich gehe jetzt bald nach Hause. Jetzt gehen wir halt den unteren Weg, ey. Gut, das war mein Fehler, dass ich wieder den Spin Dash gemacht habe. Aber was ist denn da bitte schön? Dass mich da sofort zerstört. Ich fühle mich richtig veräppelt hier mit Knuckles. Ich wollte doch klettern. Okay, okay. Ach Mann! Ja. Ach nie! Bomben! Nummer 5 von 7. Ich höre Hyper Knuckles schon. Ich rieche Hyper Knuckles schon. Er sollte mal wieder duschen gehen. Wie? Oh Mann, das war so typisch. Eigentlich? Lava Reef Zone? Ist das hier der vorletzte Part? Weil ich hier sterbe. Ich bin wirklich schneller als der Sand. Yay, Knuckles schneller als Sand. Sonic schneller als der Schall, aber Knuckles schneller als Sand. Wow. Ups. Wie schneller als Sand? Vielleicht muss er nicht immer so Oberpro skillmäßig sein. Was zum Teufel? Oh yeah! Wie krass ist das denn? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Hyper Knuckles, der trägt ganz geschillt den riesen Master Emerald. Und Sonic... Sonic ist am Steuer des Tornado. Kann er das Ding überhaupt fliegen? Ja, wenn man mit Tails gespielt hat, da ist auch Sonic am Steuer des Tornados. Auch so witzig. Hyper Knuckles sagt, danke fürs Ansehen. Ich ebenfalls, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!